Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, weil das mit dem Knochenwanz, das war ja jenseits von Gut und Böse. Und zwar ist diese Waffe hier einfach scheiße. Nichts anderes, man kann nichts anderes dazu sagen. Ich finde es doof, weil ich hatte extra gegoogelt und überall stand, nimm die Waffe, aber ganz ehrlich, nein. Die ist Quatsch, wir brauchen den Streitkolben. Müssen wir mal kurz gucken. Der hier ist es. Weil ganz ehrlich, einerseits sind wir dadurch nicht so langsam unterwegs, weil wir haben hier Bewegungstempo minus 5. Und das Ding hat minus 20, das ist halt schon mal ein krasser Unterschied. Plus dazu macht es fast doppelt so viel Schaden. Also ja, schade, dass ich das gelesen hatte. Ich hatte ja sogar extra nochmal gegoogelt, ob das Ding reicht oder ob wir doch lieber das eiserne Teil nehmen. Und überall, also was heißt überall? Ich habe zwei Seiten oder so, habe ich besucht. Und da stand halt, mach das, nimm den, aber nein. Ich habe mir jetzt mal ein Video angeguckt. An sich ist es mit dem eisernen Streitkolben doch relativ gut machbar. Man braucht dann so, weiß ich nicht, 20 bis 30 Schläge. Man kann halt wirklich hinrennen, 5, 6 mal drauf, wieder wegrennen. Dann 2, 3 von den Gegnern, die der spawnen lässt, wieder umhauen damit. Wir sind halt damit auch einfach relativ schnell unterwegs, weil hier, ihr seht das ja, das bringt so absolut gar nichts. War ein bisschen verschwendete Ressource, aber naja, es kommt für immer in die Waffenkiste. Wird da wahrscheinlich auch nie wieder rausgeholt. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen unbedingt die Spitzhacke. Warum ist die nicht im Werkzeug drin? Ach, verdammt. Hier habe ich sie reingeworfen. Einmal die Spitzhacke. Ach so. Ah, jetzt haben wir den natürlich beschworen und sind abgehauen. Ist der jetzt für immer da oder brauchen wir wieder neue Knochen? Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Mist. Naja. Plan ist jetzt auf jeden Fall erstmal so weit. Unsere Rüstung geht ja kaputt. Ich wusste gar nicht, dass die kaputt gehen kann. Repariere einen Gegenstand. Kann die nicht reparieren? Okay, naja. Der Plan ist jetzt auf jeden Fall, wir machen erstmal wieder in die Krypten und sammeln ordentlich Metall bzw. Eisen. Lasst mich mal kurz gucken. 10 Stück haben wir. Wir brauchen noch, also 20 hat es gekostet, ne? Lasst mich nochmal schnell nachlernen. Und zwar haben wir eiserner Streitkolben. 20 Eisen. Gut. Hauen uns hier mal fix noch was zu futtern rein, auch wenn das Essen eigentlich gerade ein bisschen zu schade ist dafür. Und ich muss mir hier unbedingt mal irgendwas bauen, dass wir hier besser rauskommen. Und mal gucken, ob wir vielleicht von den Dingern aus irgendwie, das könnte klappen. Oder auch nicht. Wir brauchen hier mal wieder einen Ausgang. Ich glaube, hier könnten wir drüber kommen. Aber ich bin erstmal froh generell hier über die Base. Ganz ehrlich, wir sind um einiges sicherer mittlerweile. Das machen wir dann auch mal noch zu Ende. Es sieht alles viel professioneller aus mit dem Steinboden und auch gerade hier mit dem Zaun. Alles auf einer Höhe. Der Hirsch darf heute mal weiterleben. Also, wir brauchen Himbeeren und wir brauchen Eisen. Dann machen wir das jetzt die Folge nochmal, gucken, ob wir 10 Eisen zusammenkriegen. Dann hauen wir uns noch, dann gucken wir nochmal an den Kessel. Ich sag mal, es würde zwar gehen mit der aktuellen Ausrüstung, was die Lebensmittel anbelangt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt der ist aber weit geflogen. Dass wir die Gegner mittlerweile magisch anziehen. Ja, also mit den Lebensmitteln würde es schon irgendwie funktionieren. Wäre natürlich cool, wenn wir noch ein was Besseres hätten, statt das normale Fleisch. Dass wir irgendwie so ein bisschen mehr Leben haben. Und wir brauchen natürlich auch den Ausgeruht-Skill. Das war doof, dass ich das ohne gemacht habe, aber ich habe halt echt nicht erwartet, dass es so heftig wird. Ah, der Rückzug war schon eine schlaue Option, dass wir wieder zweimal gestorben sind. Das ist echt ärgerlich. Weil es halt jedes Mal so viele Fertigkeiten kostet, aber naja. Wir können es nicht ändern. Ist halt so. Ich habe mir zwei Videos jetzt so angeguckt, wie der besiegt wurde. Und ich muss sagen, wir haben irgendwie gefühlt das fieseste Gebiet von allen bekommen. Also zumindest von den zwei, die ich gesehen habe. Weil bei allen anderen war so drumherum nicht wirklich viel los. War eigentlich auch ein bisschen doof, dass wir jetzt hierher gerannt sind. Wir hätten direkt Portal nehmen können. Und wären einfach dort direkt in die versunkenen Krypten reingegangen. Naja.
Was soll's? Ich meine, hier ist auch viel los, aber trotzdem sind die alle noch relativ weit auseinander. Bam. Also da, wo der Knochenwanst ist, ist auf jeden Fall noch mal eine ganze Nummer schlimmer. Ja, jetzt sind wir vergiftet, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. 20 Sekunden und pro Sekunde 4. Das heißt, 80 Leben zieht es uns ab. Na, ja, sogar schneller als... Aber wir kriegen auch ein bisschen Rest wieder. Ist die Frage, überleben wir es oder nicht? Soll ich einen Giftwiderstand nehmen? Ne, 4 Sekunden. Wir schaffen das. Jetzt haben wir natürlich wieder... Es ist Wahnsinn. Ein so ein kleines Vieh, was eigentlich kaum was aushält, aber das Gift ist so krass. Aber die Lebensregeneration ist halt einfach auch noch viel zu schwach. Also selbst mit so einem Medgetränk reicht das bei Weitem noch nicht, um irgendwie da zu widerstehen. Naja. Tränke habe ich jetzt natürlich rausgepackt, war gar nicht mal so schlau. Ist natürlich die Frage, haben wir hier noch irgendwo eine Krypte, die wir noch nicht besucht haben? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten alle abgeschlossen, oder? Also alle, in die wir drin waren, in denen wir drin waren, müssten eigentlich komplett ausgelootet sein. Ich bin auf jeden Fall erstmal beruhigt, dass das mit dem anderen Streitkolben echt gut funktioniert. Also ich war erstaunt, ich habe mir das Video angeguckt, der hat einmal draufgehauen und da ging schon gut was weg. Also kann auch natürlich auch sein, dass ich mit dem Streitkolben nicht richtig getroffen habe, sondern eher ein Stück davor oder so. Ja, mag alles sein. Wieder ein Schlundegel. Aber einfach mit der Geschwindigkeit, die man hat, hat man da wirklich einfach überhaupt gar keine Chance. Gerade bei so vielen kleinen Gegnern, die da noch spawnt. Was mir aufgefallen ist, man kann das kaputt machen und da ist was drin. Ich glaube, das ist mir irgendwann mal außerhalb des Let's Plays aufgefallen. Und erwähne ich es jetzt nochmal. So, cool. Wir kommen jetzt natürlich wieder im dunklen Wald raus. Die Sümpfe sind nicht sehr viel größer als das. Oh, Dungeon nicht fertig. Okay, dann war der anscheinend doch noch nicht fertig. Dann gehen wir da jetzt nochmal fix rein. Gucken, ob wir 10 Eisen finden. Ansonsten müssen wir uns dann doch nochmal teleportieren lassen. Ach, immer das Geschwimme. Wo jetzt läuft er noch? Da drüben ist schon wieder ein Schlundi. So, war das der Dungeon nicht fertig? Das war der Dungeon nicht fertig. Dann gehen wir doch mal da rein und gucken mal. Dann werden wir auf jeden Fall auch Eiktür mitnehmen, dann können wir ein bisschen wegrennen. Ja, ich bin zuversichtlich. Ich war tatsächlich ein bisschen niedergeschlagen. Weil ich, also ihr habt es ja gesehen, ich dachte mir wirklich, das schaffen wir in den nächsten 300 Folgen nicht. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen motivierter. Erster Eisenschrott. Komm schon, gib ein bisschen mehr. 2 Eisenschrott. Wir brauchen 10. 3 Eisenschrott. Komm, sei nicht so geizig. Du bist nass. Danke für den Hinweis. Wo kamen die Lederreste jetzt her? 4 Eisenschrott. Glaube ich zumindest. 6? Okay. Wir haben 6. Cool, naja, dann sind ja bloß noch 4. Verwitterter Knochen ist auch gut. Ach so, ja, das ist natürlich noch die nächste Problematik. Wie das jetzt... Da gab es nochmal einen. Wie viele haben wir jetzt? 5 Stück haben wir zusammen. 10 hat es gebraucht. Das ist halt die Frage. Ist der jetzt wieder weg? Oder können wir hinlaufen und der ist einfach noch da? Eigentlich so, wie ich das dem Spiel jetzt zutrauen würde, müsste der noch da sein. Also das Eisen ging jetzt echt flink. Das hätte ich nicht gedacht. Da haben wir schon die 10 Stück zusammen. Ich würde sagen, wir machen den Dungeon trotzdem mal noch fix zu Ende. Einerseits können wir dann abhaken, dass wir den
fertig haben. Andererseits finden wir vielleicht doch noch verwitterte Knochen, falls wir welche brauchen. So, irgendwo gibt's hier noch was. Aber wir treffen es nicht mehr. Das hier drüben, das können wir noch kriegen. War aber nichts, okay. Das kriegen wir nicht kaputt, hier geht's nicht weiter, hier liegt auch nichts mehr. Aber zumindest schon mal 11 Eisen. Ja, selber Ort. Wäre cool gewesen, wenn der nochmal irgendwo anders markiert worden wäre. Hätte ich nichts dagegen gehabt, das kann nur besser werden, was das Gebiet angeht. Also da hätten wir auch wieder hinreisen müssen. Wir holen uns jetzt erstmal das Eisen fix. Wie sieht's gewichtstechnisch aus? 207 ist noch okay. Den Trogger dahinter? Nö. Naja, und dann denke ich mal, sind wir die Folge noch ein bisschen beschäftigt mit der Vorbereitung wieder. Dass wir nochmal gucken, wegen was Besseren zu essen, und dann werden wir uns nächste Folge wieder auf den Weg machen. Wahnsinn, wie viele Folgen sich das jetzt schon gezogen hat, aber ich kann es leider nicht ändern. 2 Rubine. Hier haben wir noch verwitterte Knochen. Das ist schon mal sehr gut. Hier liegt auch noch einer. 5 Bernstein. Ist das kein Schrott? Nee. Geht nicht kaputt. Okay. Ich denke mal, gerade ausgelaufen werden wir wahrscheinlich schon sein. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber hier ist ja auch noch, ne? Ne, dann haben wir hier eigentlich gefühlt noch fast gar nichts gemacht. Wieder derselbe, schade. Hör auf jeden Fall Gegner. Ich habe nur keine Ahnung wo. Wahrscheinlich hier dahinter. Wir müssen nur langsam gewichtstechnisch ein bisschen aufpassen, aber wir haben 9 Knochen. Einer wäre schon echt noch geil. Dann können wir zumindest auf Nummer sicher gehen. Eigentlich wäre es mir sogar fast lieber, wenn wir den neu beschwören. Und dann können wir vorher erstmal das ganze Umfeld ein bisschen aufräumen. Naja, wir werden sehen. Okay, Schleimlinge ohne Ende und wir sind direkt wieder vergiftet. Wie lange? 15 Sekunden noch? Ich habe nicht mal einen Bogen dabei. Ne, wir müssen hier raus, wenn der... Wir sterben sonst. Ich habe die Getränke, also die Med-Geschichten wieder nicht mit. Jetzt haben wir nur 9 Knochen, müssen wir mal gucken, ob das klappt. So, wo sind wir denn? Wir sind Dungeon hier. Wir müssen in die Richtung. Müsste so ein Einmalportal geben. Was kaum Gegenstände kostet, aber nur einmal funktioniert. Oder eins, was sich automatisch wieder in die Tasche packt, sobald man durchgeht. Dann müssten wir nämlich gar nicht mehr laufen. Das wäre ziemlich cool. Aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Dann machen wir uns jetzt auf zur Basis. Müssen das sowieso alles noch in den Ofen hauen. 15 Stück haben wir sammeln können. Naja, und dann mal schauen, ne? Wie sieht's denn aus? Wir sind schon wieder bei 14 Minuten. Müssen wir dann nochmal schnell schauen, zwecks der ganzen Nahrungsgeschichte. Ich weiß halt nicht, ob wir den Kessel... Also irgendwie müssen wir anscheinend den Kessel noch hochstufen können, weil wir können definitiv noch nicht alles brauen, was da geht. Oder es gibt da noch eine andere Geschichte. Haben wir den denn? Herstellung. Werkbankverbesserung. Werkbank, Handwerkstation, Schmiedeverbesserung. Schmiede. Forge-Verbesserung. Ich habe keine Ahnung, was Forge ist. Denke mal auch Schmiede, oder? Melzofen, Kohlenmeiler, Bienenstock, Fermentierer. Nee. So wirklich eine Verbesserung dafür ist nicht da. Naja, wir kriegen das schon raus. Und dann schaffen wir das schon irgendwie mit dem knorrigen Knochenwanst.
Einerseits können wir dann auch sehr froh sein, wenn wir den besiegt haben. Weil wir dann wissen, es war der schwerste Gegner im Spiel. Kann nur noch leichter werden danach. Aber dass wir diesen komischen, zornigen Geist dann auch noch hatten, das war halt echt mies, ne? Weil der war ganz schön flott unterwegs. Wir müssen auch wieder Pfeile machen, obwohl ich glaube, wir müssten noch genügend Pfeile in der Truhe haben. Wir hatten ja ordentlich welche produziert. So schnell kann ich die nicht leer geschossen haben, das funktioniert nicht. So, kurz Ausdauer sammeln, Anlauf nehmen und zack. Von außen klappt es eigentlich ganz gut. Dann hauen wir das jetzt direkt erstmal in den Ofen, dass das hier in Ruhe weitermachen kann. Kohle ist noch drin. Und sehen wir das. Wir müssen auch hier das hier mal langsam wieder bestücken, obwohl ich das ja ändern wollte. Wir da so ein kleines Hochbeet draus machen. Vielleicht schlauer, wenn wir es noch nicht bepflanzen, das Ganze. So, hier oben ist Sonstiges, da kommt das wieder rein. Mal ganz schnell die Truhen sortieren. Das ist Fell. Ne, das war Leder. Entschuldigung, sieht irgendwie immer so ähnlich aus. Dann haben wir hier oben Pilze. Himbeeren haben wir jetzt leider noch nicht gefunden. Weil Wertvolles könnte auch noch Bernsteinperle und Bernstein mit rein. Wir haben aber Fell. Und wir haben auch noch Innereien. So. Dann haben wir das erstmal wieder alles sortiert. Dann lasst uns mal zur alten Bar... Ach Mist, ich habe ja das Metall noch einstecken. Lasst uns noch mal zur alten Basis. Ich will noch mal ganz kurz in den Kessel reinschauen. Beziehungsweise nicht in den Kessel, sondern an den Kessel schauen. Und dort noch mal auf die Zutatenliste gucken. Ist denn hier so dunkel? War es gerade eben schon so dunkel? Weil die Metmischung lecker ist. Jetzt die Frage, was kann das? Ich glaube halt, dass das ein Lebensmittel ist. Obwohl, die haben ja alle dasselbe Bild. Nee, das ist wirklich nur eine Metmischung. Also das kommt ja dann noch in den Fermentierer. Nee. Also wir können aktuell eigentlich nur Karottensuppe, Würste. Bei der Bärenmarmelade haben wir halt 30 Gesundheit, 40 Ausdauer. Wir haben halt 40 Gesundheit, 30 Ausdauer. Also es nimmt sich nicht so viel. Bisschen mehr Ausdauer, dafür weniger Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das so sehr, sehr viel geiler ist. Ist halt die Frage, was die Metmischung lecker macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die schon mal... Aber hier steht Stufe 1. Also können wir das irgendwie zu erweitern durch Verbesserung? Es muss verbessert werden können. Metmischung gesund, Metmischung lecker. Ja, gute Frage. Wir können es jetzt erstmal nicht ändern. Also bleibt es doch bei den Lebensmitteln, die wir aktuell schon besitzen. Halt bloß nochmal mit einer neuen Waffe und dann Ausgerutzkel und Eiktür. Und dann feuerfrei. Dann müsste es ja klappen. So, wir hauen uns gleich mal, wir hauen uns noch nicht ins Bett. Wir nehmen mal ganz kurz hier die Erze noch mit raus. Dann hauen wir die noch ganz schnell hier drüben rein. Wie viele haben wir dann? Achso, 5 sind schon fertig, genau. Sind alle drin, das passt perfekt. Wir hauen uns schnell aufs Ohr. In der Zeit kann das da drüben brutzeln. Und dann ist das fertig, wenn wir wieder aufwachen. Ah, es sind Gegner in der Nähe. Ah, da drüben haben wir einen kleinen. Wir müssen hier mal noch ein paar Werkbänke drumherum stellen. Die Werkbänke verhindern ja das Spawnen. Natürlich die Frage, ob die hier in der Nähe spawnen oder ob die einfach nur weiter weg spawnen und herlaufen. Immer noch. Na gut, dann machen wir jetzt was anderes und zwar stellen wir uns Pfeile her. Auch wenn die gegen den Knochenwanz nicht so viel bringen, aber wir müssen... Beziehungsweise wir stellen sie nicht her, wir gucken mal, ob wir noch welche haben. Okay. Feuerpfeil. Feuersteinpfeil. Normaler Pfeil. Ungefähr 100 Stück. Nicht ganz. Reicht mir das? 100 Pfeile, 100 verschiedene.
Ja, eigentlich schon, ne? Dann wäre es eigentlich schon cool, wenn wir schlafen gehen könnten, aber funktioniert gerade nicht. Wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Morgen machen wir uns wieder auf den Weg dahin und dann mal Daumen drücken, dass das klappt. Bis dahin, macht's gut.